Ja, hallo zusammen. Neben mir sitzt Melanie Weiniger, Schauspielerin, Moderatorin und ehemalige Miss Schweiz. Mit ihr rede ich heute über einen Megatrend von unserer Zeit, nämlich über das sogenannte Manifestieren, wie man die sehnlichsten Wünsche kann erfüllen mit Hilfe von der richtigen oder guten Gedanken. Wie das geht, wird sie uns erzählen. Hallo Melanie. Schön, dass wir da sind. Hoi. Du sagst, du hast deine Wohnung und deinen Freund manifestiert. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe nicht nur meine Wohnung und meinen Freund manifestiert, aber ich manifestiere. Ja. Ja, das ist ja so. Ich bin mittlerweile 45 und habe vor etwa 5 Jahren angefangen mit Manifestieren. Und ich muss sagen, es funktioniert fast ein bisschen schnell ab und zu. Und wie machst du das? Es hat mit Gedanken zu tun, mit positiven Gedanken. Aber ich glaube, was wichtig ist daran, ist, man muss sich selber wirklich zuerst kennenlernen. Und das ist ein Prozess, den ganz viele Menschen nicht bereit sind zu machen, weil es nicht ein angenehmer Prozess ist, sagen wir es mal so. Also ich muss wissen, was ich wirklich will, was mir wichtig ist, wer ich bin. Bist du? Okay, und nachher weiss ich will ein teures Auto. Und jetzt habe ich aber kein Geld. Also wenn du wirklich den Prozess machst, um herauszufinden, wer du bist, dann ist das teure Auto sehr wahrscheinlich nicht mehr unbedingt das, was dir wichtig ist. Sage ich jetzt von mir. Und ich finde auch mega wichtig, dass man immer sagt, meine Meinung ist, ich habe es so erlebt, ich kann auch nur von meinen Erlebnissen reden. Aber ich weiss, dass ich extrem an Frequenzen glaube und dass ich sehr viel arbeite. Das ist auch nicht so, dass ich jetzt einfach verwahrlost in der Gegend manifestiere und finde, ich hätte jetzt eben gerne ein teures Auto und ich würde gerne das Lotto gewinnen. Es ist dann schon noch so, dass es das Ganze im Einklang muss sein mit den Frequenzen und man kann sich nicht einfach alles wünschen, weil es muss alles immer in einer Balance sein. Also mach mal ein Beispiel. Weißt, schreibst du die Sachen auf oder sagst du dir irgendwie, keine Ahnung, die Moderation wird gut gehen oder ich werde den Freund kennenlernen oder ich werde die Wohnung finden. Redest du dir das ein? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Rituale, die du machst? Es ist ein bisschen von allem, von dem, was du jetzt gerade geredet hast. Also wenn ich jetzt eine Moderation habe, zum Beispiel, hat das aber nicht so viel mit Manifestieren zu tun, sondern ich tue mich vorbereiten, ganz normal so wie jede andere Moderatorin. Und ich arbeite aber trotzdem an meinen Energien. Weil die Leute zahlen mich ja zum Moderieren, also möchte ich mein Bestes geben. Und dementsprechend möchte ich auch energetisch so positiv drauf sein, dass ich das auch teilen mit dem Publikum dann. Und das hat einfach an meinen Energien geschaffen. Und die Energien, das sind Frequenzen. So empfinde ich sie eben, ganz wichtig, ich empfinde sie so. Und die strahle ich dann auch aus. Und ich glaube auch wirklich, fürs Manifestieren ist es etwas ganz Wichtiges, dass du an deinen Frequenzen, sprich an deinen Energien, schaffst. Weil je höher deine Frequenz ist, je positiver bewegst du dich und je mehr positive Sachen können dir passieren. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn du dir ein Kind vorstellst, die schauen immer rauf. Und die sehen extrem viel. Wir sind in einer Gesellschaft, die mittlerweile einfach der macht, leider, schon nur wegen dem Handy. Aber auch vor dem Handy ist so etwas Stress, der Alltag, der Beruf, Beziehungen. Das ist etwas, das eher so ein bisschen das Zumachen von Energien bewirkt, auch körperlich. Und wenn man an dem schafft, dass man wieder aufmacht und wieder umschaut, dann sieht man auch die positiven Sachen. Aber das würde ich sagen, vieles von dem kann man wahrscheinlich auch wissenschaftlich erklären. Weißt, dass du irgendwie eine positive Ausstrahlung hast oder eine Autosuggestion. Eben, du redest rein, wenn ich meiner Tochter sage, die Prüfung bestehst du, sagt ihr das, du kannst das so. Und nachher gehst du mit einer positiven Grunderwartung dran und das sehen die Leute auch. Und du kommst eher positives zurück. Aber es kann dann ja gleich sein, dass dir irgendetwas Schlimmes passiert oder dass du scheiterst oder dass du nicht schaffst. Dann ist ja die Frage, bist du jetzt selber schuld? Und du hast ein gutes Beispiel gebracht. Jetzt mit deiner Tochter, wenn du ihr sagst, du machst das super, die Prüfung wirst du super machen. Sie muss daran glauben. Genau. Und für das muss sie an ihrer Energie arbeiten und an ihren Frequenzen. Sie muss vorbereitet sein für die Prüfung, wie vorher auch mit dem Moderieren. Aber sie muss natürlich auch an sich glauben, wenn sie die Prüfung schreiben. Genau. Und wenn sie an sich glaubt, dann kannst du ihr auch sagen, du wirst das im Fall nicht gut machen. Du wirst scheitern daran. Dann ändert es nicht mehr. Sie muss an ihren Energien und an ihrem Selbstbewusstsein und an ihrem Individuum genug arbeiten, sodass sie selbstsicher hineingeht. Aber es ist ja viel mehr als Selbstsicherheit. Du hast gesagt, Schwingungen, Energien und so weiter. Du glaubst wirklich, es gibt das, also bei dieser Manifestation wird immer wieder von dem Gesetz von der Anziehung geredet. Genau. Gleiches zieht Gleiches an. Du hast auch gesagt, du musst einen gewissen Energielevel haben, positiv, und dann kommen die positiven Sachen zu dir. Genau. So wie ein Magnet. Ja, ein also in welcher Frequenz du dich bewegst. Also wie eine Resonanz. Genau. Eine Seite, die schwingt. Das ist Metapher. Das empfinde ich jetzt zum Beispiel extrem. Also ich mache das auch erst seit irgendwie 5 Jahren. Und ich möchte auch wirklich etwas sagen, was mir wirklich wichtig ist. Jeder muss seine Art von Manifestation finden. Es ist nicht so, dass ich jetzt das so mache und darum funktioniert das für alle. Und
das erste Wichtige ist wirklich die Arbeit an dir selber, weil manifestieren zum Beispiel. Wenn du dich selber nicht richtig kennst und du nicht wirklich weißt, was dir gut tut, dann manifestierst du etwas Falsches und nachher heisst es wieder der ganz bekannte Satz: Warum passiert immer mir das? Warum begegne ich immer den gleichen Mann? Oder warum habe ich immer so Frauen? Und du würdest sagen, die ziehen das an? Ja. Du ziehst das an, wo du rausgehst. Aber das ist, also, das ist Receptiveness. Ja, aber das kann ja gefährlich sein und sogar zynisch. Angenommen, jemand bekommt eine Krankheit, Krebs oder irgendetwas, oder der Partner stirbt oder so, dann kannst du nicht sagen, das hast du angezogen. Nein, also mit Krankheiten und so Sachen, das ist ganz ein ganz schwieriges Thema. Mit Krankheiten, ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die Krankheiten hatten. Und logischerweise ist es sicher nicht so, dass sie das verdient haben oder angezogen haben. Aber Manifestation ist etwas, das in den positiven Frequenzen stattfindet. Andere Sachen, Schicksalsschläge, sind Schicksalsschläge. Das ist noch schwierig zu erklären, weil ich glaube, dass die Sachen, die mir passiert sind, die man als schlecht jetzt betiteln will, mir passiert sind aus einem Grund. Okay. Ich habe auch schon, ich hatte zum Beispiel Krankheiten, die mir gesagt haben, das wird nicht mehr weggehen, das kann man mir nicht mehr anweisen. Und das habe ich wirklich gemacht mit einer tiefen Veränderung von mir selber, mit einer Selbstfindung. Und logischerweise meine ich jetzt nicht, dass jemand, der einen Bescheid bekommt, Krebs im vierten Stadion oder so, dass der das verdient oder angezogen hat. Da bin ich auch zu wenig informiert, dass ich so eine Aussage könnte machen, würde wollen machen. Und ich wüsste auch nicht, was die Lösung ist für diese Menschen. Ich habe aber für mich diese Lösungen gefunden, sodass ich besser leben kann, sodass ich gesünder bin, sodass ich das anziehe, was mir im Leben gut tut. Aber es ist eine schwierige Frage, was du jetzt Ja, man muss sich auch fragen, wenn es nicht klappt, habe ich den Fehler gemacht, habe ich falsch manifestiert? Ja. Oder gibt es Sachen, die ich nicht steuern kann, die trotzdem passieren? Eben, weißt, also, es wäre komisch, wenn die Welt sich einfach nach mir richtet die ganze Zeit. Logisch, aber jetzt eine Krankheit zum Beispiel, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, da hat man Smog zum Beispiel. Man hat Ernährung, die mit Antibiotika zugestopft ist und so Sachen. Also, man trinkt Wasser, das nicht immer nur sauber ist und so Sachen. Also ich glaube, da hat wirklich die äußere Welt, sagen wir jetzt, hat auch noch einen Einfluss. Einfluss, das, was wir wirklich zu uns nehmen, das, was wir einschnaufen jeden Tag, das hat sicherlich auch mit Krankheiten, die sich entwickeln können, zu tun. Oder? Das ist auch das Betten. Also Betten ist auch nichts anderes als Manifestieren. Man tut connecten, man tut sich verbinden, man ist in Ruhe mit sich selber und mit was auch immer man glaubt. Ob es jetzt der Allah ist, der Gott ist, ob man Buddhist ist, ob man Schamanin ist oder was auch immer. Man verbindet sich und man ist einfach mal in Ruhe mit sich selber und hat die Zeit, um herauszufinden, was tut mir gut, was möchte ich vom Leben. Und schon nur das Worden von den eigenen Träumen und von den Wünschen, glaube ich fest daran, geht raus und hat eine Energie. Weil wir sind Energiewesen. Das glaube ich zumindest ganz fest. Bei dir gibt es einfach keinen Gott jetzt für das Manifestieren. Das braucht es wie nicht. Ich nenne ihn nicht Gott. Ich nenne das Universum. Genau, aber es ist wie so ein physikalisches Gesetz, so wie du das beschreibst. Oder? Für mich. Ich sage immer extra für mich, weil ich will nicht wieder irgendwie 7 Millionen E-Mails, die sagen, oh nein und bla bla bla. Ich glaube, wichtig ist Glauben an etwas, ohne zu propagandieren. Ich sage, für mich hat das funktioniert. Ich habe ganz viele Leute, die mir sagen, kannst du mir genau sagen, wie du deinen Freund manifestiert hast? Sag mir genau, wirklich Punkt für Punkt. Das wird für eine andere Person nicht funktionieren. Weil es ist auch ein Prozess und es ist eine Arbeit, dort anzukommen, was funktioniert für mich. Und wenn man nur das Endresultat will, was ein Problem ist in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach, man will das schnelle Endresultat. Man hat Geduld, nicht die Arbeit zu machen, die es fordert zuerst. Und die Arbeit muss aber Teil des Prozesses sein, damit das Endresultat dann auch passiert. Machen wir es mal ganz konkret, die Arbeit. Oder wie bringst du dein Energielevel auf? Kannst du mir zwei Beispiele sagen, wie du das ganz konkret machst? Eben, so aussprechen ist das eine, vielleicht auch aufschreiben. Ganz konkret, wie sieht das aus? Der Prozess vorher war gar nicht lässig. Da musste ich wirklich in meine tiefste Seele rein, müssen, all meine Traumas aufarbeiten, mich richtig kennenlernen. Und es war nicht immer lässig. Und mich aber kennenlernen nicht so
Weißt, wenn du mich so jemanden fragst, was ist etwas Negatives an dir? Schlechte Charaktereigenschaft? Ja. Ich bin ungeduldig. Das ist mich so, so das Positive eigentlich noch fast. Ja. Oder ich bin zu präzise. Nein, ich musste Sachen von mir herausfinden, die wirklich nicht lässig sind, die ich an mir wirklich nicht mag. Und mit denen konnte ich dann anfangen zu arbeiten. Das ist mein Ding für mich. Das ist auch wichtig. Man muss nicht immer alles teilen. Aber ich habe die Arbeit aber gemacht. Aber der schmerzhafte Prozess der Selbsterkenntnis, sage ich jetzt mal, der gehört dazu. Das ist wie die Grundlage. Ja. Und dann weißt du, wer du bist. Also, das heisst nicht, dass ich jetzt morgen immer noch der Mensch bin. Das ist auch immer ein Prozess. Ich weiss jetzt nicht, Melanie ist genau die und so wird sie bleiben. Morgen bin ich wieder ein anderer Mensch, als ich heute war. Aber man muss offen sein, dass man immer wieder lernt und sich immer wieder neu akzeptiert. So wie man ist. Und wenn du dann aber den Core von dir kennst, dann weißt du, was du brauchst, um glücklich zu sein. Aber wenn du im Stadion von manifestieren, hast du jetzt gesehen, Melanie, die hat ihren Freund gefunden, also ich manifestiere jetzt auch, aber du noch nicht weißt, was ist das überhaupt, was dich wirklich glücklich macht, dann manifestierst du etwas, was aber für dich gar nicht richtig ist. Und ich manifestiere ist auch nicht, es hat mir jetzt viel gesagt, hast du jetzt den Mann von deinem Leben? Das weiss ich doch nicht. Das ist aber auch nicht mein Ziel. Ich weiss, ich habe jemanden gefunden, der im Moment, so wie Melanie jetzt ist und der Timo jetzt ist, perfekt füreinander passt. Und wir tun einander gut und wir lassen einander wachsen. Wir motivieren einander und wir challengen einander, zum Wachsen und zum besser werden. Ob das in einem Jahr noch so ist, das weiss ich nicht. Weil man muss ja auf der gleichen Wellenlänge sein, um das können leben miteinander. Jetzt hast du mir aber immer noch nicht gesagt, wie du das konkret machst, das Manifestieren. Also ich arbeite mit Feuer. Das ist jetzt mein Ding, aber gehen jetzt nicht alle wirklich raus und das Zeug verbrennen. Nein, weniger machst du mit Feuer, machen es mit Eis oder mit etwas anderem. Du machst mit Feuer. Das Element finden, das für einen passt, okay, ist schon mal eben Teil von dem Prozess. Ich mache es mit Feuer. Ich habe wirklich bei mir im Garten habe ich so eine riesige Feuerschale. Ich schreibe sehr konkret auf und sehr konkret heisst aber all Detail. Und das heisst auch, in unserer Gesellschaft wird immer gesagt, die inneren Werte sind die wichtigen. Ja, bin ich einverstanden. Sixpack und Bizeps und so hast du auch alles aufgeschrieben. Sixpack war nicht drin, aber wie er aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn das oberflächlich überkommt, mir muss mein Mann gefallen. Und ich habe ihn genau beschrieben, äußerlich, genau innerlich, wie er denkt, politisch, wie er denkt, glaubensmässig, wie er ist zu seinen Freunden, wie er zu seinen Eltern steht, wie er behaart ist dabei. Noch ganz andere Sachen habe ich auch beschrieben. Ja, weil ich kenne Frauen, die Sachen ja dann nicht beschrieben haben und dann nachher steht er dann, das ist dein perfekter Mann. Aber er gefällt dir physisch nicht. Aber das ist ja ein Risiko. Je konkreter du beschreibst, desto eher kannst du scheitern. Sonst würde ich sagen, wenn du so eine Waage beschreibst, dann passt es irgendwie immer. Oder? Dann kannst du sagen, jetzt hat es geklappt und ich habe es gefunden und das, was ich gewünscht hätte. Nein, dann ist es für mich, kommt mir jetzt in den Sinn, so wie wenn du im Blick liest, heute passiert dir was Positives. Das ist so ein Horoskop, so ein Waagshoroskop. Ja, aber wenn du wirklich dich wirklich kennenlernen willst, dann musst du halt eher ein richtiges Birdchart machen lassen und richtig auf dich. Weil wir sind alle verschieden. Nicht alle Wassermänner jetzt in meinem Fall sind genau gleich. Wir haben alle etwas anderes erlebt. Aber dein Birthchart wird auf dich. Astrologie ist noch was anderes. Nein, aber ich sage jetzt nur, um es zu vergleichen. Ja. Oder weil du musst wirklich das manifestieren, was zu dir passt. Und das sind tausend Faktoren. Wir malen ja nicht nur mit einer Farbe. Okay. Wir sind nicht nur ein Charakter. Also wir haben ganz viele verschiedene Facetten. Aber komm noch erst zurück zu dem Feuer. Das ist interessant mit dieser Feuerschale. Also alles aufschreiben, alles aufschreiben. Du machst ein Zettel und dann rührst du ins Feuer rein, oder? Ja, also es geht bei mir ein bisschen länger, weil ich dann noch eben die vier Richtungen öffne und Zeug und Sachen, einfach Ausbildungen, die ich gemacht habe mit Schamanen in Chile, wo mir das, ich tue das die Location dann auch schützen, weil Licht bringt auch Schatten. Wenn eine Kerze anzündest, tust du auch you cast a shadow as well. Also wollte ich auch keine schlechten Energien, die dann kommen in dem Moment. Also ich tue zuerst mal wirklich den Ort, wo ich bin, schützen. Das kannst du mit Betten, das kannst eben jeder soll herausfinden, wie er das selber am besten das zu ihm passt. Und dann tue ich mich extrem auf das Ganze konzentrieren und verbrenne das. Aber da, ich bin dann da. Ich tue es nicht einfach reinrühren und rede noch mit meinem Sohn nebenbei und schaue noch Fernsehen, sondern da. Es ist fast wirklich wie ein religiöses Ritual, ein magisches Ritual, würde ich fast sagen. Ein Glaubensritual, weil es hat nichts mit Religion zu tun. Ja, aber es zapft irgendwie die Verbindungen an, wo nachher die Welt eben irgendwie du die Sachen anziehst, weil du dort in diesem Ritual aber ich glaube auch fest, dass auch die Religionen, früher, wenn sie jetzt noch nicht einen Namen hatten, da hat es so einen ähnlichen Ursprung gehabt.
überall auf der Welt, wenn man schaut. Also, wenn jetzt die Schamanen von Nordamerika schaust, die Schamanen von Südamerika, die Inuits, dann die Inder, die haben all die vier Richtungen gehabt, die haben all sehr ähnliche Sachen gemacht mit Manifestieren, mit Feuertanz, mit Danke sagen der Mutter Erde. Das sind alles sehr ähnliche Rituale gewesen, obwohl sie null Chance gehabt, miteinander zu kommunizieren. Und beten, wie ich vorhin gesagt habe, das ist auch ein Ritual. Und was ist, wenn es nicht funktioniert? Hast du mal nicht funktioniert? Nein. Das glaube ich dir nicht. Nein. Also, alles, was ins Feuer hineingerührt hast, ist passiert. Aber ich tue nicht viel ins Feuer rühren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist auch ein Gehen und ein Nehmen. Und das ist sehr wahrscheinlich auch so eine Balance, wo viele dann finden, oh, ich gehe jetzt ein Zettel rühren, dass ich das Lotto gewinnen will. So einfach ist es im Fall nicht. Weil das Universum ist auch noch da und passt das in einem. Ich glaube auch wirklich an Destiny. Das habe ich vorher nicht. Aber das Wichtigste daran finde ich wirklich, dass ich sage nicht, es ist so. Es ist nicht, es funktioniert für mich. Ich habe, seit ich mein Leben geändert habe, und das kann ich wirklich sagen, wenn mein Sohn sagt, Old Mom and New Mom. Mhm. Und das ist aber auch, weil ich mich nicht hinterfragt habe, was es ist, was mich treibt. Ich war sehr hässig früher. Ich habe immer das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich und habe sehr viel Wut mit mir getragen. Aber ich habe nie wirklich mich hinterfragt, warum, oder ich habe es auch nie realisiert, dass es so ist. Mhm. Und ich hatte auch eine Opferhaltung, was man mir zum Beispiel nicht geben würde. Mir hat man immer gesagt, du bist schlagfertig, du bist stark. Frau, und ich musste dann zugeben, eines von diesen Sachen, die ich zugeben musste, das kann ich jetzt teilen, ist, dass ich ein Opfer war lang. Weil ich mit der Haltung herumgelaufen bin, alle wollen mir etwas Böses. Ein Opfer ist, glaub, also meiner Meinung nach, nicht die, die Depressionen haben in unserer Gesellschaft. Das sind einfach die, die zu connected sind und nicht wissen, wo hin mit ihren Emotionen und vielleicht Mühe haben, all die Emotionen zu verarbeiten. Meine Meinung. Aber Opfer sind für mich die, die in etwas im Inneren stecken und sich nicht bewusst sind, dass sie drinnen stecken und immer das Gefühl haben, dass sie immer die Armen sind. Also so das, warum passiert das immer mir? Mhm. Immer negativ denken. Mhm. Wenn das dem etwas Gutes passiert, dann hat man das Gefühl, mir wird etwas genommen. Mhm. Das ist für mich ein gesellschaftliches 2024 Opfer. Und kannst du kurz sagen, hat es einen Moment gegeben, wo die Wende passiert ist? Es ist jemandem in meinem Umfeld etwas sehr Schwieriges passiert, wo ich nicht in meinen Händen war. Also ich war machtlos. Und diese Machtlosigkeit hat mich in Grund und Boden getrieben. Und durch die Machtlosigkeit hat sich etwas müssen verändern, weil ich wirklich gemerkt habe, ich gehe ein. Also es ist so ein Flattern vom Universum gekommen. Also ich glaube, das Universum hat mir ein paar Mal Flags geschickt und ich wollte es nicht sehen. Und dann ist halt einfach ein Riesenflatter oder ein Backhand oder ein Hook oder wie auch immer das Wort sagen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ich muss jetzt an mir arbeiten. Und es ist interessant, jetzt hast du irgendwie fast ins Gegenteil gekriegt, sage ich jetzt mal, die Erfahrung von total Ohnmacht, oder? Von ausgeliefert sein. Und jetzt, durch das Manifestieren, bist du in einem Selbstgefühl, in dem du findest, ich kann vieles auch steuern. Also Selbstwirksamkeit, das ist in der Psychologie so ein grosses Konzept, oder? Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles so gross und kompliziert ist und wir irgendwie keinen Einfluss mehr haben, ist es eine ungeheure Sehnsucht, glaube ich auch, zu sagen, ich kann wieder irgendetwas kontrollieren. Ja. Also? Ja, es ist, du kannst es auch. Meiner Meinung nach, du kannst dein Leben kontrollieren, du kannst wählen, wenn dir etwas passiert. Will ich jetzt mich auf das Problem fokussieren oder will ich die Perspektive mal gegen oben ändern und dann mal das ganze Bild anschauen und sehen, okay, da ist aber auch noch etwas Positives und da ist etwas Positives. Das, aber das ist interessant. Das heisst, du kannst nicht unbedingt kontrollieren, was dir alles passiert, Nein. aber deine Einstellung dazu, deine Haltung dazu, deine Wahrnehmung dazu, die kannst du immer steuern. Okay, deine Wahrnehmung ist nur deine. Also ich weiss auch mittlerweile, deine ist deine und meine ist meine. Und das hat mir auch einen riesen Wechsel gegeben in meinem Leben. Weil ich war jemand, der oft musste diskutieren oder musste beweisen, dass ich nicht dumm bin. Weißt, vielleicht wegen meinem Schweiz-Titel von früher. Und das habe ich auch völlig gedroppt. Mhm. Es ist so, wie ich bin, bin ich. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass ich wegen etwas dumm bin, dann ist das auch okay. Das ist dem seine Wahrnehmung. Ich bin nicht da, zum anderen Menschen ihre Wahrnehmung ändern. Mhm. Es gibt aber noch einen weiteren Kritikpunkt, der interessant ist. Für mich klingt das Ganze also sehr so individualistisch. Ja. Weißt, ich will für mich ein besseres Leben haben, meinen inneren Frieden haben und meine, das finden, was mir gut tut. Ja. Aber gesellschaftliche Sachen, politische Prozesse und so weiter interessieren mich nicht. So krass gesagt. Oder ich ziehe mich zurück, mache ab und zu ein Feuerchen und rühre Sachen drin. Und dann geht es mir gut. Was sagst du auf das? Also für mich ist das überhaupt nicht so. Weil je mehr ich meine Frequenzen gesteigert habe, je mehr habe ich angefangen, mich einzusetzen für Sachen.
wo ich daran glaube, zum Beispiel. Weil je mehr meine Frequenz positiv ist, je mehr möchte ich das eigentlich teilen mit allen. Also es ist wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist, also ich habe mich schon immer eingesetzt und es ist auch nicht so, dass ich jetzt radikal anders bin, oder? Also ich werde nie Rassismus akzeptieren oder verstehen wollen. Ich werde nie einfach dort sitzen und mich nicht einsetzen für Gleichberechtigung. Also im Sinne von, ich kann jetzt nicht alles akzeptieren, was da ist, sondern du bist immer noch engagiert. Ich bin verantwortlich für meine Wahrnehmung und für meine Energien. Aber das kann ich bin auch verantwortlich, dass meine Energien positiv sind, dass ich erstens mal im nahen Umfeld die Leute kann positiv beeinflussen, die um mich herum leben. Das ist auch ein riesen Unterschied. Und das hat auch noch schwierige Zeiten, weil sobald du anfängst, deine Frequenz zu ändern, verlierst du relativ viele Leute um dich herum. Ah ja, das hast du gemerkt. Das ist mir passiert, ja. Aber auch diese Leute, ich liebe sie weiterhin, aber es passt nicht mehr. Es ist wie ein Magnet. Wenn du deine Reception änderst, deine Frequenz, dann geht es nicht mehr. Ja. Und das ist auch ein mega schwieriger, mega anstrengender Prozess, der wehtut. Aber weh ist nicht unbedingt etwas Negatives, finde ich mittlerweile. Das, was nach dem Weh kommt, das ist extrem lässig. Mhm. Und wenn du jetzt am Morgen aufstehst, nachher irgendwie nach dem Ausgang oder was auch immer, hast du eine scheisse Nacht gehabt und die Energie ist irgendwo ganz am Boden unten. Dann arbeite ich daran. Wie bringst du die auf? Also ist das Meditation? Yoga, schnaufen, laufen. Ich bin auch ein Treehugger. Ich stehe dazu. Es ist mir gleich, was man denkt. Ich glaube, dass die Natur andere Schwingungen hat, die nicht so beeinflusst sind von negativ und positiv. Die sind extrem neutral. Und ja, da kann man mich sicher irgendwo im Wald sehen, irgendwo, dass ich mich an einen Baum hänge und einfach mache ich dort bin. Mit dir sein, auch viel reiten. Das meine ich, mit jedem muss ich sein Ding finden. Okay. Ich renne nicht die ganze Zeit ums Feuer um und rühre. Aber das mit dem Bäumen umarmen ist interessant. Also glaubst du, es gibt irgendwie eine adäquate Art von Schwingung und bei sich sein, wo man näher auch in der Natur ist? Und dann gibt es irgendwie falsche Arten oder Leute, die nicht bei sich sind oder nicht im Einklang sind mit diesen Schwingungen um uns herum in der Natur? Oder wie? Das geht ein bisschen gegen meine Lebensphilosophie. Eben, meine Wahrnehmung ist meine und für mich stimmt sie. Aber nur weil ich zum Beispiel eine andere habe als du, heisst das nicht, dass meine richtig oder falsch ist. Aber deine ist auch nicht richtig oder falsch. Es ist einfach deine. To have and to hold. Und das bedeutet eben auch, dass durch diese Einstellung hat man einen anderen Respekt für die Menschen. Ich habe zum Beispiel jetzt an einem Tisch sitzen mit einem, der pro-Trump ist und raste nicht komplett aus. Das habe ich früher nicht können. Es heisst nicht, dass ich mit ihm einverstanden sein muss. Das werde ich nicht sein. Und ich kann mit ihm auch darüber reden und meine Meinungen äußern zum Trump. Und jeder soll denken, was er will. Aber ich gehe nicht mehr davon aus, dass ich recht habe und er falsch ist. Und ich glaube, diese Schwingung bringt mehr als die Wutschwingung. Weil Wut und Aggressionen ist eine tief schwingende Energie. Und das verbreitet sich eben auch. Und ich glaube, ich kann wirklich jetzt, ohne irgendwie wie ein Guru zu tönen, kann ich sagen, wir haben genug schlechte, negative, boshafte Schwingungen im Moment auf Planet Erde. Und etwas, was ich noch unbedingt sagen möchte, was du vorhin gesagt hast, es ist fast so ein bisschen individualist im Sinne, dass man für sich. Ich mache mehr Manifestation und mehr Ritual für. Ah ja. Für einfach Planet Erde, Mutter Erde zum Beispiel, wo ich mich einfach bedanke für das, was ich die ganze Zeit überkomme. Darum meine ich aufpassen mit einfach «ich will, ich will, ich will». Es ist nicht nur ein Ego-Projekt, sondern es hat mit Dankbarkeit zu tun. Und so weiter. Auch mit Solidarität, würdest du sagen. Also, du betest nicht, aber du manifestierst auch für andere. Ja, für deine Familie zum Beispiel, für deinen Sohn. Auch für noch ganz andere. Okay. Die ganz weit weg sind. Die im Krieg sind, die nichts haben. Da manifestiere ich auch. Das ist wirklich sehr ähnlich wie beten, auf eine Art, oder? Ist es. Interessant. Es ist einfach, dass das, was ich daran glaube, propagandiert nicht und geht nicht davon aus, dass man recht. Schamanen zum Beispiel, ich kann es einfach sagen, ich habe bei den Schamanen gelernt und ich finde ihre Einstellung extrem gesund. Weil sie haben nie propagandiert, dass sie recht haben. Sie sagen, es ist nicht eine Religion, es ist ein Way of Life. Mhm. Und die Way of Life ist einfach sehr respektvoll. Man geht zurück, man respektiert alle für das, was sie glauben, aber man sagt nie, das ist das Richtige. Mhm. Wir Schamanen haben recht, das wirst du nicht hören. Und das finde ich, darum macht das so Sinn. Und es ist jetzt auch nicht, dass ich von den Schamanen in Chile jetzt einfach alles eins zu eins übernommen habe. Es hat viele Sachen gegeben, die ich gefunden habe, das funktioniert für mich jetzt nicht. Und genau das ist eben richtig. Mhm. Ja, weil man muss das finden, was für einen selber funktioniert. Mhm.
Machen wir es ganz konkret. Am 8. Mai moderierst du ein grosses Event, Swiss Music Awards, zusammen mit Anina Frey. Wie bereitest du dich auf das vor? Jetzt unabhängig von eigentlich Sachen, die die Moderation angehen, manifestierst du auch, dass das ein guter Abend wird, zum Beispiel? Ja. Also manifestieren. Ich tun meine Energie so positiv laden und schaffe an meinen Energien. Eben, es ist nicht einfach, ich laufe so ein bisschen durch die Welt und habe einfach Freude an allem. Es ist eine Arbeit, die ich muss investieren muss. Aber logischerweise, ich werde auch einfach mit den Jungs und den Mädels zusammensitzen und wir werden redigieren, wir werden die Texte anschauen und nochmal anschauen und einfach die Arbeit machen, die du auch machst. Das musst du gleich auch machen. Das hast du bei der Wohnungssuche und bei der Freundsuche wahrscheinlich auch ein bisschen machen. Du kannst nicht einfach daheim sitzen und jetzt das Feuer anwerfen. Also soll ich dir jetzt Angst machen? Ich habe das Ritual am Nachmittag gemacht. Am Abend ist mir mein Freund über den Weg gelaufen. Meine Lehrerin von Chile hat gesagt, du bist ein Dodge, weil deine Kanäle sind so weit offen nach dieser ganzen Ausbildung in Chile, dass es logischerweise so schnell passiert. Ist ja gut. Mein Freund und ich haben darüber geredet, ob wir vielleicht mal Wohnungen anfangen anschauen. Es war die erste Wohnung. Wir sind reingelaufen, haben einander angeschaut und gesagt, wir sind glaub, bei uns zu Hause reingelaufen. Sehr gut. Jetzt teste ich dich noch zum Schluss, Melanie. Ich habe noch einen Würfel mitgenommen, ganz albern. Mal schauen, ob es funktioniert. Jetzt müsstest du, du kannst jetzt kein Feuerchen machen. Hier. Nein, du musst das jetzt eine Zahl manifestieren. Warum nicht? Also gut, warte schon. Du probier es einfach. Wenn du es schaffst, glaube ich dir alles, was du gesagt hast. Ja, gut. Also. Also, gib dir also ich muss es schreiben? Nein, aha. Ja, klar. Ja, sonst kann ich ja sagen, oh, schau, schreib es auf. Also. Mach zuerst, dass der Stift geht. Ich kann es dir ja da hinten zeigen. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt ist gut. Schau weg. Also gut. Das ist gemein. Das ist so gemein. Es hat auch nichts mit dem zu tun. Ich werde einfach schauen, wie es geht. Fast. Es ist ein 3 und ein 4 manifestiert. Ich hatte eigentlich ein 5. Nein, das 4. 4 aufgeschrieben. Ja, aber fast. Meine Lieblingszahl ist 22. 2 plus 2 ist ein 4. Sehr schön. Hey Melanie, danke vielmals für das offene Gespräch. Hey, danke dir, dass ich cool an dich herankomme. Immer. Es ist immer cool bei dir. Ja, wie steht ihr zum Thema Manifestieren, zu dem Megatrend? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr die ganze Sternstunde schauen wollt, zum Thema, die findet ihr hier.